Und dann kann ich mir noch sowas leisten? Jawohl. Und dann mache ich das jetzt mal ganz einfach. Ich mache das so. Und dann mache ich das hier mal, mal samt. Dann habe ich hier im Grunde das gleiche. Na, einmal samt und einmal Baumwolle. Ich kann mir jetzt mal einen anderen leisten. Ich leiste mir jetzt mal den da. Der ist zwar nicht so teuer, aber ich hoffe ja, dass es trotzdem bringt. Und ich schaue, ich schaue, ich schaue. Yeah, hat Erfolg, Doc Kotzkurt. Und jetzt schicke ich dieses gesunde Samt dahin. Und dann gucke ich mal, was passiert. WC-Reiniger hat Besuch. Wer denkt sich auch den Namen aus? WC-Reiniger. Ein toller Name. Klo 1 ist okay. Klo 2 ist so, so. Okay. Okay. Ja, was mein Bruder angekürzt hat. Da Sie die Strafe von 16.000 Euro nicht bezahlen können, verlieren Sie das Eigentum an dieser Parzelle und deren Inhalt. Ist ja cool. 16.000? Der hat keine 16.000 Euro? Wirklich? Wie pleite ist der denn, wenn er keine 16.000 Euro hat? Okay, gut, ich habe auch gerade mal 16.000, aber. Er verliert sein Klo. Ist ja cool. Och, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das weiß ich ja, wie das läuft. So. Oha, nicht schlecht, ich muss sagen. Ich verdiene nicht schlecht. Doch, doch, ich bin zufrieden. So. Was bekomme ich denn? Eine Metallschüssel. Eine Metallschüssel. Ich verstehe gar nicht, warum ich jetzt das Rundenschwein bin. Ach, guck mal, er hat das gleiche Klo gekauft wie vorher. Was er vorher hatte. Punk is not dead. Cool. Call 08157. Ruft mal an, Leute. Ruft die 08157 an. Und das ist auch ein wunderschönes Bild. Aber leider muss ich es trotzdem jetzt mal entfernen. Aber zack und zack. Jetzt habe ich ja gar nicht geschaut, was besser ankommt, ne? Gut, dann mache ich das jetzt auf 7 Euro. Und das mache ich auf 7 Euro und auf Samt. Dingens. Und dann gucke ich mal, was jetzt denn besser ist. Am besten ist das zweite Klo. Okay. Dann mache ich das. Dann mache ich alles wie das zweite Klo. Aber erst bekomme ich meine Belohnung. Ich bekomme nämlich eine Metallschüssel. Mal wieder. Na gut, eine Metallschüssel. Und zwar, das ist hier Samt und 6 Euro. Samt und 6 Euro. Samt und 6 Euro. Und Samt und 6 Euro. Na gut. Dann könnte ich eigentlich. Was kostet denn noch eine Toilette? Hier zum Beispiel. 600.000 auf jeden Fall habe ich fast auf der Hand. Na gut, dann tue ich halt hier nochmal in die Forschung ein bisschen investieren. Forschen. So, nein, ich habe ja vorhin erzählt von meiner Frage, von meinem Fragezettel. Und ich habe natürlich auch noch ein paar Fragen. Ein paar Fragen habe ich mir auch extra zur Seite gelegt oder aufgehoben für mein Let's Play jetzt für den Klo-Manager. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich darauf hinweisen, was wir hier an dem Automaten verdienen. 6.700! Vorher waren es 1.000 Euro, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar, zwei Fragen sind es genau aufgehoben für das Let's Play hier. Weil es einfach gepasst hat. Und die erste Frage ist: Ist es dir peinlich, wenn man dich auf dem Klo hört? Das ist auf jeden Fall eine tolle Frage. Also, ich muss sagen, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir von den Chinesen so ein kleines Ding kaufe, was dann diese Geräusche überdeckt. Peinlich ist es mir nicht wirklich. Also, peinlich wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Peinlich ist es mir nicht. Es ist mir halt nur, naja, unangenehm eigentlich auch nicht. Ich mag es halt nur einfach nicht. Es kommt mir ungelegen. Ich mag es einfach nicht. Das ist halt das Problem an der Sache. Aber ich habe immer einen Latrinenthron. Und mit dem neuen Modell kann fast gar nichts mehr passieren. Der angebaute Getränkehalter sorgt dafür, dass sie noch viel länger auf dem Abort verharren können, während man draußen ungeduldig auf- und abrennt. Denn mit dem Getränkehalter brauchen sie ab jetzt nie mehr zu unterbrechen, weil sie durstig sind. Das klingt auf jeden Fall praktisch. Das klingt, als braucht man es auf jeden Fall. Und deswegen kaufe ich auch gleich mal 4 Stück. Zack, zack, zack. Dann mache ich das hier mal. Zack. Und zack. Habe ich das nicht richtig gemacht, ne?
Und hier und hier. Jetzt ist natürlich die Frage, den Preis erhebe ich jetzt mal nicht, das mache ich dann das nächste Mal. Genau, ich denke mal, das war eine ganz gute Entscheidung soweit. Und sie bekommen die Gelegenheit, Geld in eine Forschungsexpedition zu investieren, um die Klobrille eines Aztekenkönigs zu finden. Möchte ich natürlich machen. Und zwar, wir haben ja gerade ein bisschen Geld. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld gewonnen und man möchte ein bisschen was wagen, also. Gratuliere, Sie haben das Zweifache Ihres Einsatzes gewonnen. Juhu! 200.000 Euro! Hat der Rundenkönig gewonnen. Ich bin bestimmt noch wieder das Rundenschwein. Die zweite Frage auf meinem Zettel ist übrigens auch, liest du auf dem Klo? Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht so jemand, der das Handy mit aufs Klo schleppt. Das wiederum finde ich wirklich widerlich, wenn man das Handy mit aufs Klo nimmt. Ich mag das gar nicht. Ich kenne auch jemanden, der nimmt seinen Kaffee mit aufs Klo. Also, der bräuchte so eine Toilettenbrille im Getränkehalter. Also, das mag ich ja mal gar nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe es halt so gemacht, wie man es damals gemacht hat, als man noch kein Handy hatte. Ich habe einfach mal dann die. Hier die Beilage, also hier diese Rückseite von diesen Shampoo-Flaschen, Seife. Das steht auch mal auf den Rückseiten, was drin ist, wie man es anwenden soll. Das habe ich halt immer gelesen. Das ist halt. Naja, das, was man halt macht, ne? Damals, wo man noch kein Handy hatte, muss es auch gehen und jetzt geht's auch immer noch. Und deswegen habe ich auch den Sturzbach. Charakteristisch an diesem Typ sind zwei seine Wassertanks. Selbst bei längeren Sitzungen gehen die Spülreserven nicht zu Ende. Das breite Rohr sorgt außerdem für einen derartigen Spüldruck, dass die Spülung ausschließlich durch Aufdrehen des Ventilrads ausgelöst werden kann. Na, das hört sich doch super an. Das werden wir gleich mal mit verwenden. Das haben wir schon. Hier, das brauchen wir. Und zwar brauchen wir hier das und dann werde ich das auch. Genau, dann werde ich auch das auf 7 Euro machen. So, hier. Nee, warte mal. So, so, so. Ach hier, das da brauche ich noch, ne? Genau, das da werde ich so lassen. Das werde ich lassen. Das andere habe ich dann. Oder ich mache das so. Dann habe ich zwei mit hohem Preis und zwei mit niedrigen. Und dann gucke ich mal, was jetzt hier besser ankommt. Gut, kann ich hier forschen? Auch nicht, gut. Forschung hat sich ausgeforscht. So, wie kommt es denn besser an? Ja, bleibt sich eigentlich hier ziemlich gleich, ne? 6 Euro für 7 Euro? Ich denke mal, ich werde es so wie hier machen, auf 6 Euro hochbleibendes. Einer ihrer Kunden wurde von der Spülung in die Kanalisation gerissen, verlangt ein Schmerzensgeld. Ich gehe natürlich vor Gericht. Und ich hole mir einen Anwalt für 5.000. Und ich habe verloren. Das war ja klar, aber. Naja, gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bis jetzt war es meistens so, wenn ich den teuersten Anhalt, Anwalt, Anhalt, wenn ich den teuersten Anhalt, wenn ich den teuersten Anwalt hatte, habe ich eigentlich meistens gewonnen. Aber nun gut. Man weiß es ja nicht, ne? Genau, hier muss ich auf 6 Euro runter und hier auf 6 Euro runter. Und dann kann ich im Grunde im Moment gar nicht so viel machen, ne? Hier 621, 654, was kosten hier die? 654, na gut. Wenn ich ein bisschen Geld habe, dann kann ich das machen. Nicht so gut, genau. Ich warte, bis sie wieder mies drauf sind. Das hat sich ja vorhin auch gelohnt. 8.000 schon. Na, eher. Denn vorhin hat sich das natürlich auch schon riesig gelohnt mit den Dingern. Und ich denke mal, ich werde den Kurzcode nochmal losschicken können. Wobei natürlich die Frage ist, ob das nochmal so gut klappt. So, schiebe mal nur den Laptop ein bisschen näher. Huch, so. Einmal umräumen, bitte. Oh, wunderbar. Das sind halt diese Platzgründe. Aber ich platz gleich. Planet Punk. Geil. Ich finde es gerade für die auch immer richtig süß, was das sieht. Hier hinten ist auch das Schild von diesem Spei Schmidt. Und man sehe schon 11 Keramikschüsseln, 7 Metall, 8 Marmor. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich das nicht verkaufen kann. Ich würde es gerne verkaufen wollen, aber. Es geht halt nicht. Na gut, ich hab Schluckauf, na schön. Das ist genau der perfekte Moment jetzt, um Schluckauf zu kriegen.